In der deutschen Sprache gibt es ein sehr interessantes Wort. Das Wort Entwicklung. Entwicklung wird von uns täglich gebraucht und man denkt sich nichts dabei, aber eigentlich vom Wort her bedeutet dieses Wort ja Entwicklung, also dass man etwas auswickelt. Entwickelt. Also etwas war eingewickelt, verborgen hinter Tüchern, hinter Binden, hinter Papier, hinter irgendwas und es wird entwickelt, also ausgepackt, ausgewickelt. Entwicklung ist etwas, wo etwas ausgepackt wird. Interessant, nicht wahr? Entwicklung. Das Gegenteil ist davon Einwicklung, also wenn etwas eingewickelt wird. Im Neuen Testament gibt es einen Typ, der war wirklich eingewickelt. Das war Lazarus. Lazarus war eingewickelt in Tücher des Todes. In Tücher, die man ihn angelegt hatte, nachdem er gestorben war, ihn komplett eingewickelt von Kopf bis Fuß und ins Grab gelegt. Und du kennst die Geschichte, Jesus kam und er rief ihn heraus aus dem Grab. Er rief ihn heraus aus dem Tod. Da lesen wir, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Lazarus war eingewickelt in diese Tücher des Todes. Und Jesus sagt, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Weißt du, die Auferweckung des Lazarus ist ein Bild für die Neugeburt. Jesus ruft dich und du kommst aus dem Tode heraus ins Leben hinein. Ein Bild. Und genauso wie es bei Lazarus war, so ist es auch bei uns. Wir werden Kinder Gottes, aber wir sind irgendwie noch eingewickelt in viele Dinge, die uns zurückhalten. Und manches, was eigentlich zum Tod gehört, das ist irgendwie noch an uns. Und wir müssen davon befreit werden. Wir müssen entwickelt werden. Freigemacht von den Dingen, die uns eigentlich in den Tod gebracht haben. Und manche Christen lassen das nicht wirklich zu. Sie lassen nicht zu, dass Gott sie komplett auswickelt, sie komplett auspackt. Sie haben diese Tücher und diese Binden und diese Dinge, die ihnen eigentlich das Grab bereiten, lieb gewonnen und sie wollen sich nicht auswickeln lassen. Sie wollen festhalten an dem. In einem anderen Bild des Neuen Testamentes heißt es, dass sie das alte Gewand anlassen wollen und nicht das neue Gewand anziehen wollen, was Gott für sie hat. Lazarus musste ausgepackt, ausgewickelt werden und das gilt auch für viele von uns. Lass zu, dass der Heilige Geist an dir arbeitet, dich entwickelt, dich auswickelt, die Tücher des Todes von dir ablegt. Weißt du, David hat das wie folgt erlebt. Es umfingen mich Bande des Todes und Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zu dem Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Das ist genau das Gleiche. Bande des Todes, Fesseln, Dinge, die dich festgewickelt haben, die dich umwickelt haben, umgarnt haben, eingesponnen haben, wo du nicht frei wirst. Wende dich an Gott und sag, ich will mich nicht länger von diesen Dingen, die mir Tod bringen, die nicht gut sind für mich, einwickeln lassen. Mach's wie David, schrei zu Gott und sag, befrei mich von diesen Dingen, die mich überwältigen. Und ein paar Verse weiter kannst du dann lesen, sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Das ist genau das Bild. Heraus ins Weite, heraus aus der Grabkammer, heraus aus dem Binden, heraus aus der Umgarnung, heraus aus dem Kokon, wo der Feind dich eingesponnen hat, heraus ins Weite. Was du brauchst, ist die Befreiung, die Gott für dich hat. Was du brauchst, ist die Entwicklung, die Gott für dich hat. Lass zu, dass er die Dinge, die dich in den Tod bringen, die wirklich negativ sind, liebgewordene Sünden, schlechte Gewohnheiten und all die Dinge, von denen du längst weißt, dass du sie ablegen solltest, lass zu, dass mit seiner Hilfe du diese Dinge ablegst, frei wirst, entwickelst wirst
und in das eigentliche Leben hineinkommt, was Gott für dich hat. Denn wir glauben, Gott hat viel mehr für dich.